denn schon wieder her? Warum hast du keine Freunde mitgemacht und warum machst du jetzt wieder Breakdance? Merkwürdig, die Gegner. Nehme ich eigentlich Schaden, wenn ich direkt neben denen stehe und die explodieren so technisch? Nein, nein, mach ruhig weiter. Das passt schon. Hahaha, damit hast du nicht gerechnet, was, kleiner Mann? Kleiner Turm. Restart-Position aktiviert. So. Kommt da nicht nochmal ein Panzer? Nein, es kommt erstmal ein Doppler. Warum? Kommt denn der Gegner? Hm. Egal, Karl, wir fliegen weiter. Wir eitern weiter. Ah. Gott, bin ich lustig! Ich muss fast schon lachen! Also zumindest, wenn ich mich im Spiegel sehe. Vor ihnen. Ja, und wir wissen ja alle, dass es total schützt vor Radioaktivität, sich im Wasser zu verstecken. Denn Wasser ist Radioaktivität immun. Das war jetzt zwar nicht wahr, aber hey. Bist du starben? Ich höre schon der Flugzeuge. Verflug. Oh, da sind sie ja. Ah, da sind sie ja, meine Freunde. Das, jetzt sind sie alle tot. Auch meine Freunde sind ständig tot. Ich hätte mir eigentlich wohl die Beigegeräusche nochmal machen, die Delfinius, Dämon unbedingt hören wollte. Nicht vergessen, ihn daran zu erinnern, dass er Season 2 auf Inseln spielen wollte. Mit Laser Level 1 Run Only. Sie haben eine Schlüssel gefunden, der die Sicherheitstür R öffnet. Teleporter Jatz aktive. Ah, ein Gegner, der vernichtet werden möchte. Ich hätte gedacht, das geht vielleicht auf. Erinnert ihr am besten täglich daran? Schreibt ihm 10.000 PNs am Tag. Dämon steht eh da drauf, wenn er den ganzen Tag PNs bekommt. Am besten fragen, was besser ist. Camtasia oder Windows Movie Player? Windows Movie Maker zum Rendern von euren Videos? Die beiden Programme mag Dämon nämlich am liebsten. Und ob zur Not auch Sony Vegas Studio geht. Oder so. Keine Ahnung, wie das Scheiß heißt. Ich kann mir so 600 Programme nicht illegal umsonst runterladen. Das ist mir zu teuer. Mir ist umsonst doch zu teuer. Ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich illegal Software runterlade. Das kann ich auch wohl erwarten. Ich bin schließlich ein ehrlicher, nicht zahlender Kunde. Ich zahle nämlich ehrlich nicht. Was war das denn da hinten? Das ist doch kein Standardgegner. Ich gucke in die falsche Richtung. Ich bin der Hans Guck in die Luft. Ich weiß, warum ich explodiere, du, was auch immer du bist. Ich kenne das Spiel voll genau, deswegen weiß ich genau, was das für ein Gegner ist. Und zwar einer, der fliegt. Und schießt. Ja, bin ich nicht unglaublich gebildet und so? Ja, ich hab voll lang vor dem Bildschirm gehockt. Ich bin voll gebildet, ey. Ich lese auch regelmäßig Bild, um mich zu bilden. Aber Bücher lese ich nicht. Ich bilde mich ja nur. Mit Büchern kann man sie nicht bilden. Da kann man sie nur buchen. Oh Gott, war das dünn. Stirbst du mal? Nitro, Nitro. Nitro. Alter. Ich will noch. Oh ja, fester! Fester! Oh! Es tut gut, so fest zu sein. Fest zu sein. Ich bin fest wie ein Schraubzwingenstock. Was für ein Ding? Schraubzwingenstocken, hm?
bin auch betrunken wie ein... Keine Ahnung. Wie ein Betrunkener. Das war aber nicht nett. Das ist genauso wenig nett. Ich habe übrigens Solaris. Und Ammo. Ach, ein Panzer. Kommt so unerwartet, so plötzlich. Hier habt ihr Solaris. Das ist irgendwo eine Währung im Spiel, da bin ich mir sicher. MFRL? Das ist doch MRSL. Mensch! Voll ungenau. Herabfallenden Trumaren. Es hält. Ja. Ich will Gegner noch nicht. Ich bin so kurzsichtig. Aber diesmal ganz schnell rein. Erstmal das Kanonending zerstören. Weil die nerven mich ungemein. Und dann ganz schnell die Panzer. Ich hab doch Zeit, stirb. Ja, also viel schwerer als andere Bereiche ist der Bereich jetzt aber auch nicht bewacht. Hahaha. Ich hatte noch einen Punkt. Gut. Ist da vielleicht wieder irgendwas drin? Shahield-Energie. Ammo. Ja, alle drei auf einmal. Alle drei zusammen. Ah, was bist du denn? Trojax? Was zur Hölle ist Trojax? Und warum bin ich jetzt wieder hier? Och nö. Tut er das Note? Hab ich doch. Ich hab kein Nitro mehr. War er nicht unterwegs mal wieder irgendwie so ein Sicherungspunkt? Mir war es so, als ob. Sind da wieder Gegner? Was denkst du denn? Nö, nö. Nö, nö, nö. Das sind keine Gegner. Wie lässt du dir bloß ein? War hier nicht irgendwie so ein... Ich kann da reinfliegen. Ich kann in das Loch fliegen. Tief rein. Ja. Ich flieg dann da mal ein. Durch diesen Schacht. Durch den hinteren Schacht. Das klingt jetzt genauso falsch. Ah, ja, genau, was ich jetzt gebraucht habe. Warum ist das? Ich habe da so eine Theorie. Soll ich mal theoretisch überprüfen? Ich gehe an diese wunderbaren Lecks weg. So, wo ist der Mistkerl? Was ist das für eine Waffe? Was zur Hölle? Instant Death Kill oder was? Na, ganz toll. Was ist das für eine Waffe und wo kriege ich sie her? Beantworte Frage 2 zuerst. Super, ich muss ihn nur wieder erst... Instant Death. Okay. Okay. Ich bin gleich wieder da. So, Alter, geht's weiter. Super! Er hat eine Instant-Death-Waffe! Es geht nicht! Das darf nur ich haben! Und ich hab sowas nicht! Was uns zur nächsten Frage kommt! Warum nicht? Womit wir zur nächsten Frage kommen, warum nicht? Warum habe ich das nicht permanent so, wie ich es da habe? Das wäre doch cool. Du wirst. Breakdance! Yeah, geh voll ab! Boah, ich hab das nicht ewig. Das ist die Scheiße an dem beschissenen Scheiß. Ach! Ich bleib an der Bordsteinkante hängen! So werde ich auch im Krieg sterben! Fall über den Bordsteinkante und bin tot. Geht das Ding jetzt mal auf?
Es ist immer noch und ich weiß immer noch nicht warum. Weil du scheiße bist, weil du scheiße. Die Frage kommt, der Feind erst nicht die. Was? Ich? Ach, leck mich. Los, leck mich schon. Und du hör auf, mich von hinten zu beschießen. Kommt der erst, wenn ich die Fässer zerstört habe, oder? Weil eben kam er erst, nachdem ich die Fässer zerstört hatte. Heißt das, ich kann ihn noch bekämpfen, während ich unverwundbar bin? Oder ich muss ihn gar nicht bekämpfen? Oder ich bekomme 10 Euro von jedem, der mich dumme Fragen stellt? Ja, ist gut. Ich hab's gemerkt, ich bin tot. Quatsch schon wieder. Jetzt stirb doch! Ist ja noch einer. Solaris. Solaladeris. Ja. Der war toll, der Witz, nicht? Voll witzig! Weil ich nicht gerade unwitzig bin. Was ich aber im Prinzip immer bin. So. Voll weggemäht, ey. Der Nix, ey. Ich abgehe, ey. Voll überpro bin. Ich überpower durch 10 bin. Wie ich diesen hochdetaillierten Ventilator einfach mal wegblas. Wegblas, kapiert? Das ist ein Ventilator, er bläst auch. Er ist wie eine Frau. Okay. Voll sexistisch. Gefällt mir, mach weiter. Ey. Ich tatze hier voll rum. Voll die Gummiwand, ich bin in der Gummizelle. Ich bin in Wirklichkeit geistig gestört. Deswegen töte ich auf alles, was mir entgegenkommt. Stell mir das gerade so vor, so ein Shooter-Spiel. Du diskutierst mit den Gegnern. Gib auf, ich hab hier die größere Knarre, ne? Und ich hab schon 10.000 von euch erschossen, ne? Gib doch auf. Und der Gegner so, okay. Spielende, der Gegner gibt auf. Uiuiuiuiuiui. Die Göre der Flieger. Ja, ich flieg. Flieg. Vogelflug. Ich höre lieber gleich wieder auf zu singen. Mein Gott! Warum hältst du nicht gleich die Fresse? Das wäre doch mal eine schöne Aktion. Oh, da war noch ein Gegner. Enemy Bullet, ich bin voll reingeflogen. Ich weiß nicht, wo dieses Ruckeln jetzt auf einmal herkommt. Das ist alles wegen Delfinio. Weiß es genau, er ist schuld. Deabonniert ihn. Wenn ihr ihn nicht abonniert habt, dann abonniert ihn und deabonniert ihn dann. Er ist schuld. Ist an allem schuld. Er ist auch schuld, dass ich Let's Plays mache. Dafür muss er bestraft werden. Ist er tot? 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 Mein Freund! Guten Freundin, gib mir doch ein Schüsschen. Das weiß er scheinbar auch. Och nö, nicht nochmal da durch. Es wird nie langweilig hier. Das Spiel ist sowieso spannend. Hoch 10. Vor allem wenn ich spiele. Ach ja. Warum? Was denn? Du hast ihn gefunden. Du hast deine Mutter gefunden. Was ist das überhaupt für ein Ding, das oben drüber schwebt? Warum explodiert es nicht, wenn ich es kaputt schieße? Fragen über Fragen, die wir nie lösen werden. Oh. Oh. Restart Position aktiviert. Antifahrt! Nein. What? Was ist los? Du schießt doch was auf mich. Ausweichmanöver. Ich hab voll drauf. Ich habe ja Solaris, das sind ja Zielsuche. Jetzt habe ich keine Solaris mehr.
Jetzt hab ich Muck. Ich treff irgendwo. Irgendwas treffe ich schon. Das ist der Incoming. Hey Süße, soll ich mal in dir coming? Ich glaube, mein Schild ist down. Oder irgend sowas. Ich bin tot. Hat sie das Problem erledigt mit dem Schild down. Ich mache jetzt mal den Cooldown. Total lustig. Lacht gefälligst, ihr rassistischen Arschlöcher. Ich glaube, ich bekenne mich zum jüdischen Glauben und dann... Nicht auf die Schalter schießen. Ich habe kein Nitro mehr. Ach doch, da oben. Ich habe es doch gar nicht aufgenommen. Das erklärt einiges. Noch drei Schalter. Anfänger. So, habe ich den Goldbahn und wow, 200 Shield. Mein Penis ist so lang, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der ist 2 metrische Meter lang. So, jetzt ist hier gleich wieder der Gegner. Ist auch von beiden Seiten gleich wieder. Mensch, das verstößt gegen die Verkehrsregeln. Gegen meine vielleicht zumindest. Würdest du bitte sterben? Du bist doch schon tot. Ah, oh, es steht. Ich es liebe. Wo ist der Zugang, wo der Gegner dann plötzlich herkommt? Ach, der bildet sich da einfach. Na klar, warum nicht? Kennt man ja. Gegner, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Das ist ja wie Doom. Oder beliebiges altes Spiel hier einfügen. Jetzt mal wieder sterben. Jetzt gehst du sterben. Ach nö! Okay, wenn ich alle Fässer zerstöre. Und die Unvermutbarkeit war zu früh weg. Ach ja, steh nur ruhig. Hast schon recht. Okay, wir zerstören nicht mehr alle Fässer. Da komme ich jetzt ohne Nitro nicht ran. Ich darf eh gleich nochmal neu anfangen. Ich stehe so, komm, eine Aufnahme, ein Level oder so. Ja, eins habe ich ja schon geschafft, ne? Ich wüsste zu gerne, was die überhaupt genau auf mich schießt. Vor allem, weil das Ding halt Instant Death ist, ne? Weil sie mich damit trifft. Ich sehe sie nicht. Die ist irgendwie voll winzig. Ist immer nicht tot. Hey, ich hab sie getötet und... Ein Kristall. Toll! Ach, das ist nur die Feuerwand hinter mir. Ich glaube, ich dreh mich erstmal und flieg dann rein. Ich glaube, ich flieg gleich wieder runter. Können die hier Gegner Türen aufmachen? Ich glaube, den Kristall können sie sich in meinen Arsch stecken. So, töten. Töten. Muss töten. Muss seelenlos Maschinen töten. Stirbst du jetzt mal? Stirb. Hätte ich gern permanent, diese 4 Dinger und noch unendlich Munition und
diese Emerald-Raketen. Davon natürlich auch unendlich und dann könnt ihr Spaß. Ja, bleib stehen, leck mich, Spiel. Beginn. Powerpuddeln. Aber leider zerfallen die mit der Zeit. Warum auch immer. Na komm, spawne halt endlich. Warten Sie, die Zusicht ist nicht. Ich will aber nicht warten. Ich bin jedoch nicht mehr in den 90ern. In den 90ern hat man da vielleicht noch Zeit gehabt. Boah, das war Highspeed-Internet. Da geht es alles. Was ist mit meinem Shield? Und tschüss. Shield. Ja, yeah, ich habe ganz doll viel Shield, hat die Stimme eben gesagt. Ich liebe es, wenn ich viel Shield habe. Was ich immer habe. Solaris. So ist es. Sie wird jetzt die Luft. Guck mal, eine dicke Rakete. Wie die ich gestern auch eingesteckt habe. In meiner Hose. Sie mal sehen, Kleine. Ah, 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 voll vernichtet. Ach ja, richtig, da war ja auch noch was. Ha, und vernichtet. Und das machen wir auch noch platt, weil wir es können einfach. Und bei der Gelegenheit mache ich dich mal platt. Kinderspiel. Leck mich. Du kommst auch mal wieder. Die haben wir lang nicht mehr. Ein Schahield. Erledigt. Und zum nächsten. Und erledigt. Und zum nächsten. Zum Restart-Position. Aktiviert gehen wir jetzt. Und zum Turm, der stirbt. Stirb, Turm. Stirb, Flieger, dass dir nichts erscheint. Was total realistisch ist. Ja, Türme unter Wasser ist auch ganz logisch. Warum denn auch nicht? Ein anderen Spielen, da baut man Panzer und kann nicht Leute damit überfahren. Also, habe ich gehört, dass es so Spiele gibt. Gerüchteweise. Was? Ich glaube mal Deutsch, wenn du was von mir willst. Zeig mir doch, was los ist! Warum ist alles so hell? Was soll denn das? Voll verpacktes Spiel.